Der TSV 1860 darf einen neuen Spieler in der Löwenrunde begrüßen. Martin Anger spielt jetzt bei den 60ern. Cheftrainer Ricardo Moniz holte den Defensivspieler vom 1. FC Nürnberg nach München. Ja, das ist ein Verein, ist mit Perspektive. Und letztendlich ist Nürnberg genauso in der zweiten Liga wie 68 auch. Also da gibt es keine großen Vereine oder kleinen Vereine, das sind alle gleich. Nürnberg hat jetzt auch einen schweren Start gehabt, genauso wie 68 auch. Die Leute hier waren von mir überzeugt und wollten mich unbedingt herholen, was mir natürlich sehr wichtig war. Ich glaube, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Und 68 ist ein großer Traditionsverein, den man kennt auch. Und für so einen Verein möchte ich gerne spielen. Natürlich bin ich hier, um der Mannschaft zu helfen und ich natürlich spielen, das ist klar. Am allerliebsten würde ich in der Mitte spielen. Natürlich als junger Spieler ist es nicht immer einfach, gleich in der Mitte zu spielen. Spiele ich auch gerne rechts, also wo ich der Mannschaft helfen kann natürlich, aber mein Ziel ist es dann schon später wieder in die Mitte zu rücken. Ich bin gut in der Luft, ich habe gute Körpergröße, ich bin zweikampfstark, also kann Fußball spielen. Und ich freue mich jedes Mal, konzentriere mich auch nur noch auf das, was jetzt ist und was war, ist vergangen.